Was war der Hintergrundgedanke, dass ihr das so gebaut habt? Und fehlt euch noch was daran? Oder wie? Erzähl einfach mal. Ja, gerne. Also die Geschichte ist eigentlich die, dass wir vorher genau so einen Bulli gefahren sind, wie der hinter uns steht, also so ein T5 California. Und da einen ziemlich passablen Offroad-Umbau hatten, damit in der Sahara waren und auch schon in Island waren, in die Flüsse und so weiter. Und das hat uns echt Spaß gemacht. Also wir sind wirklich 13 Jahre T5 California gefahren. Und irgendwann standen wir halt auf einer Düne in Marokko, in der Ek Chebbi, und haben uns ziemlich bitter festgefahren, bei über 40 Grad in der Sonne. Und gut, raus kommt man da. Ne? Wir hatten halt Sandbleche dabei und Schaufel, aber das hätte 3-4 Stunden gedauert. Und dann kam so ein Defender über die Dünen gehupst, hat uns gesehen, hatte leider kein Seil dabei, hatten wir dann aber. Und dann hat er uns da runtergezogen, war so hinterher eine Sache von, weiß nicht, 10 Minuten oder so, was für uns vielleicht 4 Stunden Buddelei bedeutet hätte. Und da war für uns klar, okay, also für die Reiseziele, die wir jetzt so auch für die nächsten Jahre vorhaben, da passt das einfach mit dem Bulli nicht mehr. Ja. Da muss jetzt ein bisschen was Deftigeres her. Und weil Bulli auch schon immer so eine Herzensangelegenheit für uns war, wir haben das Ding geliebt. Ja. Und eigentlich Urlaubsfotos bestanden nur aus Bulli in Landschaft. Also haben wir dann eigentlich, sind wir beim Defender hängen geblieben, weil von den ganzen typischen Fernreisemobilen, Landcruiser, Defender, G-Klasse, Hilux und so weiter, da war einfach die Defender der, wo wir auch schon in der Vergangenheit immer uns die Köpfe nachverdreht hatten, die wir geil fanden. Also lange Rede, kurzer Sinn, es musste ein Defender werden, genau. Aber weil wir halt vom Cali so das gemütliche Interieur gewohnt waren und halt auch wissen, wie es so ist, wenn man 2 Wochen in den schottischen Highlands bei Dauerregen im Fahrzeug verbringen soll oder muss, haben wir gesagt, der Innenausbau, der muss halt echt gemütlich werden. Der muss ein bisschen so werden, wie wir es in Kalifornien kennengelernt haben. Deswegen haben wir gesagt, wir bauen uns unseren Kalifender. Ja. Und deswegen ist der Arctic Panda jetzt so ein Kalifender geworden. Also klar, ist ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen haben wir da jetzt so innen drin die Gemütlichkeit so ein bisschen reingeholt, die wir eigentlich ursprünglich haben wollten. Ja, zeig uns das gerne mal ein bisschen. Gerne. Also grundsätzlich, wenn man nach rechts guckt, die Defender-Bastler unter euch, die kennen das. Das ist so diese typische Sunnyside-Sitzbank, die wir in ähnlicher Form von der Bankmechanik auch gebaut haben. Das heißt also, man kann im Grunde das Brett in die Mitte legen, die Lehne runterklappen, dann Tetris-mäßig die Kissen drauflegen und dann hat man eine Liegefläche. Das ist also, wenn man so möchte, in der Szene schon bekannt. Wir haben aber den Rest ein bisschen anders gemacht, sehr viel individueller. Also wir haben unseren Kühlschrank zum Beispiel auf den Vollauszug gesetzt. Wenn man jetzt unter dem Kühlschrank, ich gehe mal rum, ihr könnt gerne hier bleiben. Man kann also den Kühlschrank über den runtergesetzten Beifahrersitz schieben. Das heißt, wenn wir fahren müssen, dann wird die Lehne hochgeklappt vorne und dann geht's los. Und wenn wir dann stehen, kommt der Kühlschrank nach vorne und wir haben halt die Möglichkeit, hier drin vernünftig zu pennen. Ja, hier drunter am Ende, das ist ein Klo, das seht ihr, ist noch neu original verpackt, aber fürs Notpipi haben wir das mal eingebaut. Das ist ganz praktisch so. Mit der Erfahrung auch aus Marokko, da gibt es halt nicht überall die Möglichkeit, haben wir gesagt, komm, Klo muss rein. Deswegen ist also die Höhe eigentlich überall die Basishöhe des niedrigsten Klos, was man so am Markt kriegt. Genau. Ansonsten, ist halt ein Island-Umbau, der Wagen. Und der bedingt natürlich dann eben die Fahrzeughöhe. Das Ganze ist natürlich ein bisschen größer, sag ich mal, als bei den meisten anderen. Wir haben dann hinterher noch ein Hubdach draufgesetzt. Wir haben uns erst überlegt, das wie bei allen anderen auch so nach oben klappen zu können, haben uns dann aber dagegen entschieden und haben so eine Variante gemacht, dass wir das nach hinten ausziehen können. Das hat einfach den Vorteil, dass wir bei geschlossenem Dach jetzt hier die Kopfhöhe haben. Ansonsten hat man halt immer hier mit geducktem Kopf zu sitzen bei geschlossenem Dach und dann haben wir eigentlich den Vorteil, den wir haben wollten, wieder verloren. Also das passt ganz gut. Der wird rausgezogen, dann kommt die zweite Matratze, die da oben noch hinten liegt, kommt dann noch davor und dann kann man da oben auch wunderbar nächtigen. Genau, also Material ist Bambus. Das war auch so ein Thema, was wir da für ein Material nehmen. Die meisten nehmen ja so Pappel oder Buche. Das funktioniert auch gut, ist auch leicht und alles gut. Aber wir haben uns dafür entschieden, Bambus zu nehmen, weil es sieht gut aus. Die Haptik ist toll, es lässt sich gut verarbeiten bei Macken und so weiter. Das ist echt ganz passabel. Da haben wir eine Spüle mit Frischwasser und Abwasser. Rechts unter der Glasplatte. Links ist ein Gaskocher. Das heißt, also wir haben auch das Kochfeld, ähnlich so wie wir es aus dem Cali kannten, halt hier rüber geholt. Können aber den Kocher links auch noch rausnehmen und dann auf diese Heckküche da, auf diese Ablage stellen, damit wir das speckige Zeug halt draußen machen können, will ich nicht hier im Fahrzeug haben. Ne? Genau. Wie lange hat denn der Umbau ungefähr gedauert? Na, so 2,5-3 Monate haben wir am Innenausbau jetzt gesessen, ohne Hubdach. Und ich muss aber dazu sagen, das waren schon krasse 2,5-3 Monate. Also wir haben wirklich von morgens bis abends haben wir am Wochenende durchgearbeitet, also früh aufgestanden und bis spät nachts. Und unter der Woche nach der Arbeit
direkt los und bis spät, keine Ahnung, 10, 11 Uhr dann in der Scheune. Jeden Tag. Also wir haben wirklich jeden Tag. Freunde haben uns 2,5, 3 Monate nicht gesehen. Also war schon echt konzentriertes Arbeiten nötig.